Was bedeutet die Neutralität im Jahr 2023 aber überhaupt noch? Und darüber wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit Moritz Ehrmann. Er ist Direktor des Austrian Center for Peace, kurz ACP. Herr Ehrmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Guten Morgen. Es war vielleicht etwas verwirrend, noch einmal 1955 der Beschluss des Nationalrats zur immerwährenden Neutralität, seit 1965 auch dann der offizielle Nationalfeiertag. Herr Ehrmann, aber lassen Sie uns weniger über den Feiertag an sich sprechen, vielleicht an dieser Stelle zu Beginn dieser Sendung, sondern über das, was die Neutralität ist, was sie war und was sie noch sein könnte oder vielleicht auch nicht. Wir haben jetzt das Jahr 2023. Was bedeutet denn heute die Neutralität noch? Was ist davon übrig? Naja, das Verfassungsgesetz von 1955 ist nach wie vor da. Das heißt, Österreich ist nach wie vor ein militärisch neutraler Staat. Das ist gesetzlich und so haben wir uns gesetzlich so vorgegeben. Natürlich hat sich das im Laufe der Zeit, im Laufe dieser vielen Jahre verändert in seiner Natur. Das heißt, wir sind in dieser Zeit der EU beigetreten und natürlich im Zuge dessen auch der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU, sind daher Teil einer Gruppe, die gemeinsam Beschlüsse fasst über Außenpolitik und Sicherheit, was natürlich faktisch den Spielraum für eine Neutralität abseits einer strikt militärischen Interpretation geben würde, natürlich einschränkt. Genau dieser Spielraum, das ist ja das, was die ganze Sache so interessant macht und dieses, vielleicht kann man es auch Aufweichen nennen. Sie haben jetzt schon den EU-Beitritt angesprochen, 1995, oder auch die Beteiligung der Friedensmissionen österreichischer Truppen mit dem UN-Mandat etc. Was ist denn Ihrer Meinung nach der größte, nennen wir es vielleicht nicht Einschnitt, sondern die größte Aufweichung der Neutralität in den letzten Jahren gewesen? War es der EU-Beitritt? Ja, das würde ich schon sagen, dass das der EU-Beitritt war. Wie ich schon gesagt habe, also da ist man jetzt Teil einer Gruppe, wo gemeinsam Entscheidungen getroffen werden, die Außenpolitik und Sicherheit betreffen. Das heißt, man kann im Zuge dieser Gruppe natürlich sich einbringen und auch eine neutrale oder ausgeglichenere Position einbringen und versuchen dadurch auch die Position dieser sehr großen und natürlich gewichtigeren Gruppe der EU in diese Richtung zu beeinflussen. Aber natürlich hat man etwas in seiner außenpolitischen Autonomie in diesem Sinn abgegeben. Im Verfassungsgesetz von 1955 heißt es ja, und ich zitiere, Österreich hat die immerwährende Neutralität freiwillig erklärt und wird sie aufrechterhalten. Österreich wird kein militärisches Bündnis beitreten und Österreich wird nicht zulassen, dass fremde Staaten militärische Stützpunkte auf seinem Gebiet errichten. Mhm. Es gibt sehr viel Kritik derzeit an der Neutralität, beziehungsweise sehr viel Kritik auch daran, wie damit umgegangen wird. Gestern gab es eine eigene Nationalratssitzung, einberufen von der FPÖ, rund um die Neutralität. Es gibt immer wieder Kräfte, die sagen, die Neutralität sei in Gefahr. Wenn wir uns jetzt diese drei Punkte ansehen, welcher Punkt ist denn wirklich in Gefahr? Wir haben keinen Militärstützpunkt, wir sind in keinem Militärbündnis. Ja, da möchte man vielleicht reden von dem Verständnis, dass wir quasi als Bevölkerung und vielleicht politisch auch vom Begriff Neutralität haben. Wenn man zurückgeht ins Jahr 1955, war die Neutralität natürlich auch ein sehr identitätsstiftender Faktor, der uns bis heute begleitet. Also das ist bis heute ein extrem wichtiger Faktor unserer Neutralität. Aber es gibt unterschiedliche Auffassungen, was das eigentlich bedeutet. Also Sie haben den ganz strikt militärischen Teil erwähnt, der hält nach wie vor an. Das erwähnt ja auch die Bundesregierung immer wieder. Aber Sie haben auch den Spielraum erwähnt natürlich, den es noch gäbe und den man ausfüllen könnte, auch in politischer... Wie sieht dieser Spielraum aus? Was meinen Sie da? Vielleicht können wir noch ein Beispiel. Genau, also in politischer oder auch friedensvermittelnder Art und Weise natürlich. Also wurde ja auch in der Geschichte Österreichs immer wieder wahrgenommen. Sehr viel zitiert wird da natürlich die Ära Kreisky, der natürlich als Vermittler gerade im Nahostkonflikt eine Rolle gespielt hat damals. Österreich hat sich in der Folge auch, mitunter auch in den 90er Jahren vor allem etabliert als Austragungsort für Verhandlungen. Ich glaube, das rezenteste und bekannteste Beispiel sind die Nuklearverhandlungen um das iranische Atomprogramm. Und natürlich gibt es da eine gewisse Sicht auf Österreich als ein vertrauenswürdiger Partner, der eben für solche heiklen Vermittlungsvorhaben herangezogen werden kann. Mhm. Muss Ihrer Einschätzung nach, gerade für die, wenn es um diese Friedensgespräche geht, um diese Vermittlerrolle, Österreich neutral sein oder gar bündnisfrei? Ich denke da beispielsweise an Norwegen. Keins von beiden Dingen, ist ein Mitglied der NATO, sogar Gründungsmitglied. Oslo-Friedensgespräche etc. scheint ja auch zu funktionieren.
Absolut. Nein, nicht zwingenderweise. Also Finnland zum Beispiel tritt der NATO bei, wird nach wie vor im friedensvermittelnden Bereich tätig sein. Norwegen haben Sie erwähnt. Allerdings, und es braucht natürlich Attribute, die Norwegen und Finnland sehr wohl haben. Also die stecken da ordentlich Ressourcen hinein, stecken politische Aufmerksamkeit, politische Initiativen in die Friedensvermittlung hinein. Und in sehr vielen Kontexten spielt es dann keine Rolle, ob man auch NATO-Mitglied ist oder nicht. In manchen schon, das muss man betonen. Allerdings, wir reden ja gerade noch über die Neutralität, NATO-Beitritt ist ja ganz anderes Thema. Genau. Was ich aber wahrnehme, tatsächlich auch in meiner praktischen Arbeit, also mein Zentrum ist ja tätig im Bereich Friedensvermittlung in verschiedenen Kontexten der Welt. Und was ich da sehr wohl wahrnehme, ist, dass dieses Attribut, aus einem neutralen Land zu kommen, eines ist, das Türen öffnet. Aber ist dieses Attribut, ist das... Sind das Erinnerungen eben beispielsweise an die Ära Kreisky, an Friedensgespräche, oder hat das tatsächlich aktiv jetzt noch Wert? Ich glaube, dass es ist ein Attribut, das wie gesagt auch mit Leben erfüllt sein muss. Also da habe ich die Beispiele. Aber wird das in Österreich derzeit noch? Das wäre vielleicht eher die Frage. Ja, teilweise würde ich sagen. Also wir haben das Beispiel eben von sehr erfolgreichen Vermittlungsveranstaltungen, die in Wien oder anderswo in Österreich stattgefunden haben. Das heißt, wir sind nach wie vor eine gesuchte, wenn man will, Convening-Plattform. Allerdings, wenn man sich andere Beispiele anschaut, eben Finnland, die Schweiz, Norwegen, könnte man sehen, dass das damit etwas mehr Mitteln, mit etwas mehr Aufmerksamkeit, mit etwas mehr Ressourcen mehr möglich wäre natürlich. Auch im Interesse Österreichs, also sogar im Sicherheitsinteresse, das haben wir auch erarbeitet. Wie meinen Sie das im Sicherheitsinteresse? Historisch gesehen? Naja, wir sind ja in einer Zeit, wo auch eine neue Sicherheitsstrategie erarbeitet wird. Natürlich wird Sicherheit durch Landesverteidigung und militärische und sonstige Kapazitäten abgesichert. Das ist natürlich der zentrale Teil. Allerdings spielt natürlich auch die Wahrnehmung, die man selbst als Land in der Welt hat, eine Rolle. Wenn man sich positiv und konstruktiv im Weltgeschehen einbringt, unter anderem durch Friedensvermittlung, dann trägt das natürlich indirekt zur Sicherheit bei. Also Sie können ja vergleichen quasi Staaten, die aufgrund ihrer teilweise sehr aggressiven Rhetorik tatsächlich Ziel Angriffe anderer Staaten sind, während Österreich sich doch meistens wie soll man sagen, konstruktiver verhält und dadurch in der Wahrnehmung einfach nicht Ziel solcher Angriffe ist per se. Was ich ganz interessant finde, lassen Sie uns vielleicht ganz kurz noch global werden zum Abschluss. Ich habe einen Artikel gelesen, Kunstwerk der Friedensvermittlung in einer fragmentierten Welt heißt er. Und da schreiben Sie, dass sich in den letzten Jahren offensichtlich eine Art Schwarz-Weiß-Denken im globalen Westen, also da sind wir, entwickelt hätte. Also quasi es gibt die Guten, das sind meistens wir gegen die Bösen, unter Anführungszeichen beides natürlich. Was ich ganz interessant finde an dieser Analyse ist, ich würde gerne wissen, wie Sie darauf kommen. Ist das nicht eigentlich ein Denken, das weniger geworden ist, diese klassische bipolare Welt, die es ja während des Kalten Krieges gab, auf der einen Seite die Sowjetblocks im Osten, auf der anderen Seite der Westen mit den USA. Das ist ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr so. Ist das nicht eigentlich sogar eher weniger geworden? Ja, es ist zeitweise weniger geworden. Also es ist schon viel Zeit vergangen seit dem Ende des Kalten Kriegs. Wir sind wieder in einer neuen Zeit. Manche nennen das Zeitenwende. Ich habe in dem Artikel auch geschrieben, dass das wahrnehmbar ist, vor allem seit der Ukraine-Krieg begonnen hat. Hat ein bisschen Fortführung gefunden jetzt auch in dem Krieg Israel gegen Hamas. Wo schon klar Stellung bezogen wird und auch klar ausgewiesen wird, wer steht auf der richtigen Seite und wer ist der Feind. Und das ist Schwarz-Weiß-Denken. Das ist klassisches. In der Konfliktanalyse ist das ganz klar dieses binäre Denken, wir und die anderen. Aber wo sehen Sie heutzutage noch dieses Wir gegen die anderen? Das wäre ja eher meine Frage gewesen. Nehmen wir die letzten, die zwei Beispiele her, die Sie genannt haben, eben der Krieg in der Ukraine, aber auch beispielsweise jetzt der Konflikt rund um Israel und den Gazastreifen. Da gibt es auch in einem Land wie Österreich, das sich ja eigentlich eher dem Westen zurechnet, ja unfassbar viele verschiedene Meinungen. Es gibt Parteien im Nationalrat, die sich da widersprechen. Ein Blick in die sozialen Medien reicht, um zu sehen, dass jeder Zweite hier sich widerspricht. Also ist es nicht eher
so fragmentiert worden, dass wir alle eine andere Meinung haben? Ja, Gott sei Dank haben wir Meinungspluralität in Österreich. Ja, natürlich, und in Europa. Natürlich. Aber natürlich spricht man da auch von Haltungen, die Regierungen äußern. Und natürlich solidarisiert sich Österreich zum Beispiel mit der Ukraine oder auch mit Israel, das weiß man. Das hat alles seine eigenen Gründe, politische Gründe. Gleichzeitig ist eben quasi eine einseitige Solidarisierung mit einem Konfliktakteur etwas, das zu einer Dynamik beiträgt, die eben nicht zu einer Lösung des Konflikts oder zu einer Vermittlung zutragen kann, sondern eher dieses Lagerdenken oder, wie ich sie nenne, Schwarz-Weiß-Denken verstärkt. Herr Ehrmann, dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich auch heute am Feiertag die Zeit genommen haben für uns. Ich wünsche Ihnen hoffentlich noch einen restfreien Tag. Alles Gute. Dankeschön.